يعني نعبد الله ونؤمن بمذهب نبياً، شيعة يعني ما نأذي المصطفى ونترك وصياً، شيعة يعني نتبع الكرار وما لها بالمنياً، شيعة يعني نفتخر كل لحظة إحنا رافضياً، شيعة يعني بس علي يبقى هو الأولي، Durch den ersten Teil dieser Debatte sind einige Missverständnisse beim Zuschauer entstanden. Diese WhatsApp-Debatte entstand zwischen Ende 2018 und 2019. Während dieser Zeit war Schwester Umm Salman eine vollblutige Salafistin, welche diese Ideologie mit allen Mitteln verteidigte. Ihr Glaube und Gewissheit für das, was sie vertrat, spiegelte sich in all ihrer damaligen Videos wider. In der sunnitischen Community hat sie bis heute noch einen großen Bekanntheitsgrad. Diese Diskussion fand nicht auf dem direkten Wege mit Shia Hamza statt. Die Voice-Aufnahmen beider wurden per Mittelsmann immer an beide weitergeleitet. Alhamdulillah ist die Schwester heute die Folgerin der wahren Sunna Rasulallahs. Im Leben ist es oft schwer, an die wahre Wahrheit heranzukommen. Und viel schwieriger wird es, auch auf diesem Weg zu bleiben und besser zu werden. Denn das Sprichwort lehrt, wenn die Welt nur noch aus Lügen besteht, ist die Wahrheit das Einzige, was der Mensch nicht glaubt. Inshallah gelingt es dir, Schwester, immer auf dem rechten Weg zu bleiben. Den Hadith, den sie erwähnt hat, in Arabisch gefunden und den werde ich das jetzt gerade erklären, inshallah. Ich poste das erstmal rein, damit ich das da ablese. und dann kann man schon nachvollziehen, was da gemeint ist und nicht so, wie sie das erklärt hat. Hier steht Qawluhu, Mufil Babi an Abi Huraira. Das heißt, Abu Huraira ist der Überlieferer. أخرج مسلم عن باب عبد الله بن الشقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر. Das heißt, er hat uns eine Rede gehalten nach dem Gebiet von Asr. Hina garabat garubat al-shams, das heißt, da wo der Ghurub ist, das heißt, bei Sonnenuntergang hat er. Wa badat al-nujum wa ja'ala an-nasu yaqulun as-salat as-salat. So, das heißt, Ibn Abbas hat eine Rede gehalten von Asr, nach Asr-Gebiet, bis Sonnenuntergang, bis die Sterne sich gezeigt haben, also zu sehen waren im Himmel. Und dann haben die Menschen gerufen, geschrien, As-Salat, As-Salat, qala faja'ahu rajul min Bani Tamim, la yaftar wa la yanthani. So kam ein Mann von Bani Tamim, und er war so heiß drauf, immer zu rufen, As-Salat, As-Salat, das Gebet, das Gebet. Dann sagte Ibn Abbas, atu'allimuni bis Sunna la umma laka, erzählst du mir, was die Sunna des Propheten ist, du ohne Mutter? Das ist ein Schimpfwort. Thumma qal, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء so auf jeden Fall Ibn Abbas sagt, ich habe gesehen, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم Mittag und Nachmittag Sonnenuntergang und Nachtsgebet zusammengeführt hat. So, die Frage war, warum die Leute protestiert haben, nicht weil er sie zusammengebetet hat,
sondern weil er Maghreb-Gebiet so lange verzögert, bis sie geschrien haben. Das heißt, er hat Maghreb-Gebiet nicht rechtzeitig gebetet. Er wollte Maghreb-Gebiet verlängern, also verzögern lassen oder verschieben bis Nachtgebet. Also das Problem bei denen war, dass schon die Sterne zu sehen waren und trotzdem hat Ibn Abbas weitergeredet und nicht gebetet. Und nicht erst die Rede gehalten, nachdem sie Namaz, hier Gebet gerufen haben. Sie hat das Ganze verdreht. Er war hier, hat gebetet und hat eine Rede gehalten. Und er hat so lange geredet, bis die Sonne untergegangen ist und die Sterne im Himmel zu sehen waren. Dann haben die Menschen protestiert und gerufen, das Gebet. Das heißt, wir müssen beten. Und nicht, dass wir zwei hier, dass wir zusammen beten. Das heißt, dann sagte er, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er sie zusammen gebetet hat. Das heißt, ihr müsst warten. Ihr könnt warten, ihr braucht nicht hier rechtzeitig bieten. Wir können Sonnenuntergang und Nachtgebet zusammenführen in Spätnacht. Das heißt, solange die Nacht ist, da kannst du immer noch beten. So, und da waren viele gegen. Das sieht man schon. Dieser Streit bei denen, was bei uns überhaupt nicht zu sehen ist. Ne? Also bei den Schiiten gibt es solche Streitereien nicht. Gibt es solche Unterschiede nicht. Wir haben eine einheitliche Überlieferung und wir laufen alle danach. Und darum gibt es diese Unterschiede bei denen, dass sie heute sich sogar heute unterscheiden. Weil einer folgt Ibn Abbas, der andere folgt hier diese Abdullah ibn Shaqiq und der andere folgt Abu Huraira und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es diese Unterschiede. Und deswegen ist das nicht vom Islam. Ich lese gerade im Islam Web, das ist eine sunnitische, salafistische Seite, was für ein Streit entstanden ist wegen das Gebet und interner Streit, wie sie sich gestritten haben und welche Unterschiede dadurch auch entstanden sind. Also wirklich katastrophal. Katastrophal, Bruder. Also das kannst du wirklich, diese Tür kann man nicht schließen. Das habe ich jetzt aus diesem Web, diesen Islam-Web hier fotokopiert und da lese ich dir vor und erkläre ich dir, wie sie sich gestritten haben oder wie sie sich streiten. Steht, قال الحافظ في الفتح وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث. Er sagt, das ist eine Gruppe von den Imamen, von den Gelehrten von denen, das heißt nicht alle Gelehrten, sondern eine Gruppe von denen, von den Sunniten heißt das, von den Gelehrten der Sunniten. Die sind davon ausgegangen, dass man das Gebet verrichten darf, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verrichtet hat, also das heißt zusammenbeten, überhaupt, allgemein, also das heißt ohne irgendeinen Grund zu haben. Lakin bishart an la yutakhadh dhalika ibada, das heißt aber mit einer Bedingung, dass das nicht zur Gewohnheit wird. So, das ist eine Ijtihad von denen. Das hat also mit der Sache nichts zu tun. وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ إِبْنُ سِيرِينَ وَرَبِيعَ وَأَشْهَبَ. Das sind die Großgelehrten von denen. Er sagt, wer daran geglaubt hat und wer dafür gewesen ist, war Ibn Sirin, وَرَبِيعَ وَأَشْهَبَ وَأَبْنِ الْمُنْذِرِ وَالْقَفَّالِ الْكَبِيرِ وَحَكَهَ الْخَطَّابِ عَنْ جَمَعَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. انتهى. Das heißt, حَكَهُ الْخَطَّابِ عَنْ جَمَعَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. Das heißt, das hat dieser Khattabi erklärt von den Leuten der Hadith. Das heißt, das sind die Hanabila. وذهب الجمهور الى ان الجمع لغير عذر لا يجوز واجابوا عن حديث الباب باجوبه. So, hier erzählt er, dass die allgemeinen Muslimen, das sind die Sunniten, allgemein alle, also die ganzen Madhahib sozusagen, sind davon ausgegangen, dass man nicht ohne Grund dass die Gebete zusammenführen darf. Und wie sie behauptet haben, worauf sie stutzten, ist منها ان الجمع المذكور كان للمرض. Er sagt, dass diese Zusammenbetung war nur aufgrund einer Krankheit. Und das wurde von al-Nawawi unterstützt. قال الحافظ وفيه نظر. Al-Hafiz jetzt widerspricht al-Nawawi und sagt, da kann man schon, da ist ein Fragezeichen. لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين جمعه بين الصلاتين
لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر. Das heißt, hätte der Prophet صلى الله عليه وسلم wegen einem Grund gebetet, dass er krank wäre, gewesen wäre, dann hätten nicht die Leute hinter ihm beten brauchen, weil die sind nicht selber krank gewesen. والظاهر, er sagt, und es schien so, dass er gebetet hat, also dieses hier, dass das Gemeinschaftsgebet verrichtet hat, das heißt, und wir gehen davon aus, dass er hier das Gebet, Gemeinschaftsgebet, als Gemeinschaftsgebet verrichtete, und das bestätigt Ibn Abbas durch seine Riwaya. ومنها أن الجمع كان ومنه ومنها أن الجمع كان الجمع المذكور كان لعذر المطر. قال النووي هو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. هي sagt النووي wieder was dagegen, weil die haben gemeint, dass er gebetet hat wegen entweder war er krank, deswegen hat er die zusammengebetet, damit er nicht nochmal vielleicht Wudu nimmt, und oder das war wegen Regen. Und Ibn Nawawi sagt, nein, das ist daif, diese Behauptung ist daifer, weil dort steht, ohne Regen und ohne Angst. Das heißt, es hat keinen Grund gehabt aus diesen Gründen, die Sie erwähnt haben, sondern er hat ohne irgendeinen Grund die beiden Gebiete zusammengeführt. Man sieht schon hier, wie sie sich streiten. ومنها أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف وبان أن وقت العصر دخل فصلاها. Und die eine Behauptung sagt, dass er gebetet hat und das war wolkig und er konnte nicht sehen, dass der Asr schon Präsenz war. Und als die Wolke weg war, hat er dann Asr gebetet und die waren dann zusammen automatisch, also Mittag und Nachmittag. النووي sagt dazu, وهذا باطل. Das ist Batil, das heißt, es ist auch falsch. لأنه من كان فيه احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في العشاء والمغرب. Das heißt, das ist falsch, diese Behauptung ist falsch. Warum? Weil wenn das so gewesen wäre, er hätte auch nicht abends und Sonnenuntergang oder nachts und Sonnenuntergang zusammengebetet. Das heißt, man sieht schon, dass die Sahabe, die sie folgen, keine klare Darstellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hervorgebracht haben, so dass sie nach 300-400 Jahren, also Nawawi lebte nach 700 Jahren des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nach dem Ableben des Propheten, nach 700 Jahren waren sie am Ijtihad machen, ob er so gebetet hat oder so gebetet hat. Die haben bis dahin gar nicht gewusst, wie er gebetet hat und warum er so gebetet hat. So, dieses Problem haben wir nicht. Wir haben nicht dieses Ijtihad-Problem zwischen den Gelehrten bei uns, sodass sie sich heute streiten, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gebetet hat. Da bei uns steht das haargenau, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam durch Alis Darstellung, das heißt Ali alaihi sallam hat uns rübergebracht, erzählt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gebetet hat. Das ist die sichere Seite. So, sieh mal hier bitte, also nach 700 Jahren, bis heute, bis al-Albani gekommen ist, gibt es immer noch Streit, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gebetet hat. Sogar in Adhan haben sie keine Einheit. Zum Beispiel Madhab al-Maliki, die Malikiten. Die machen viermal hier Tashahud in Adhan. Viermal Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Was ist das denn? Die anderen machen nur zweimal. Eine andere Gruppe macht dreimal. Tashahud in Adhan. Sogar in Adhan haben sie keine Einheit. Und der Koran sagt, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wenn das nicht von Allah ist, dann siehst du darin viele Unterschiede. Und das sind die Unterschiede bei denen. Außerdem, sie hat gesagt, Ibn Abbas hat direkt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt, wo ist dieser Hadith? Wo ist dieser Hadith, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt hat? Ibn Abbas hat nicht den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt, laut dieser Hadith, die wir besprechen. Also bis jetzt habe ich kein Hadith gefunden, wo Ibn Abbas den Propheten nachgefragt hat, weswegen er das gemacht hat. Das war nur ein Ijtihad von den Sahaba, wie sie das gesehen haben, und da waren sie am Vermuten, weswegen er das gemacht hat. Einer sagt, weil es Regen war, einer sagt, weil es wolkig war, einer sagt, nein, das war nicht wolkig,
Der andere sagt, nee, wäre das wolkig gewesen, dann hätte er auch nicht Nachtgebet so verrichtet. Also, das ist, wie ich hier schon mal gesagt habe, das ist ein Wirrwarr. Also, wenn man Sunnite ist, dann weiß man nicht, ob man ein Muslim ist, ob man ein wahrer Muslim ist, wenn man vor Allah subhanahu wa ta'ala steht. Weil das Gebiet ist normalerweise laut Hadith, laut Überlieferungen, das Gebiet ist das Amud al-Din, das heißt die Säule der Glaube, die Säule der Religion. So, und wenn die Säule wackelig ist, dann kannst du den gesamten Bau vergessen. Also in dem Website steht auch Merkwürdiges auch geschrieben. Guck mal, قوله وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا أي ما يخالف هذا الحديث. Guck mal, hier steht geschrieben, dass Ibn Abbas selbst einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überlieferte, der diesen Hadith widerspricht. Das heißt, er überlieferte zwei widersprüchliche Hadithe. Also in dieser Website steht geschrieben, dass Ibn Abbas zwei widersprüchliche Hadithe überliefert hat. So, was sollen wir dir jetzt glauben? Das sind nicht zwei verschiedene Personen, das ist eine Person. Und deswegen, wir halten auch nichts von Ibn Abbas. Und wir nehmen auch nichts von Ibn Abbas. Und nochmals zurück zu diesem Hadith, was sie gepostet hat. Also Ibn Abbas redet von den Jama' von vier Salawat. Er sagt, der Prophet hat gebetet Mittag, Nachmittag, Sonnenuntergang und nachts gebetet zusammen. Hier die Jama', das heißt die Zusammenbetung aller Gebete, bis auf Morgensgebet. So, er redet von vier Gebetszeiten. So, die hat er, meint er, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gemacht hat. Und da kann man das machen, wenn man in einer Lage ist, die ihn dazu zwingt. So, wahrscheinlich war die Rede von Ibn Abbas so wichtig, dass er so lange geredet hat und das Gebet so verzögert oder verlängert, sodass er alle vier Gebete zusammengebetet hat. So, weil er redet hier von vier, ich habe selber gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mittag, Nachmittag, Sonnenuntergang und Abendsgebet oder Nachtsgebet zusammengebetet hat. Also je mehr ich nachdenke, desto mehr kommen raus. Also weil bei denen ist das so dehnbar, dass man wirklich daraus viele so Gruppen machen kann. So, jetzt, wenn ich nochmal nachgelesen habe, da steht, خطب فينا ابن عباس بعد العصر. Er sagt, also der Hadith sagt, Ibn Abbas hat eine Rede gehalten nach dem Asr. Da steht nicht Asr-Gebet. Nach dem Asr. Das heißt nach dem Nachmittag. Das heißt, war schon das Gebet von Asr vorbei. Da steht nicht, dass er nach dem Gebet geredet hat, sondern nach Asr. Nach Al-Asr. Ne? Asr heißt nach Nachmittag. So, das heißt, Nachmittag stand Ibn Abbas, hat eine Rede gehalten. So. Und da war schon die Sonne untergegangen. Und daher kam dieser Protest von den Anwesenden. Das heißt, der hat weder Mittag, noch Nachmittag, noch Sonnenuntergang, noch Nachtsgebet verrichtet. Und dann war er sauer, sodass er die Mutter beleidigt hat von denen, der ihn gefragt hat. Ne? Und sagte, La ummalak, du willst mir die Sünde des Propheten beibringen? Das heißt, das war Sünde des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass wenn geredet wird, nicht gebetet wird, laut Ibn Abbas, natürlich, was wir nicht glauben. Weil Ahlul Bayt a.s. haben uns ganz was anderes hier erzählt. Sogar inmitten von Karbala hat Hussein a.s. gebetet. Inmitten des Krieges, inmitten der Schlacht, ne, hat gebetet. Das heißt, es gibt keinen Grund, das Gebet so zu verschieben, bis abends, bis Sonnenuntergang oder bis nachts und dann alle vier Gebete zusammenführen. Hier haben Sie eine sehr ausführliche Darlegung über die Zeiten des Gebetes. Sie hatten ja das Ganze physikalisch berechnen wollen, was jetzt Mittag ist, was Nachmittag ist. Deswegen sagte ich, lassen Sie uns doch einfach schauen, was der Prophet, wie der Prophet die Zeiten definiert hat. Und zwar ist das der Hadith, ein ganz, ganz bekannter Hadith,
in dem Jibril a.s. dem Propheten a.s. über die Gebetszeiten lehrt, indem er das Gebet führt, ja, als Führer des Gebets. Und dann können Sie ganz klar entnehmen, dass das Duhr-Gebet gebetet wurde, als die Sonne ihren Höhepunkt erreicht hat. Das Asr-Gebet, da gibt es Meinungsunterschiede unter den vier Rechtsschulen. Man sagt, wie es hier auch in dem Hadith steht, es wurde nämlich zweimal unterschiedlich gemacht. Im ersten Teil des Hadithes lesen Sie, dass das Asr-Gebet gebetet wurde, wenn Sie einen Stift nehmen und auf den Tisch, Sie sitzen im Garten, Sie tun Ihr Stift auf den Tisch, ja, und dann ist der Schatten dieses Stiftes die gleiche Länge wie der Stift. Das ist die Sunna, wann wir das Asr-Gebet beten. Ja, man sagt, aber da teilen sich die Meinungen und man sagt, nee, es muss das zweimal so groß sein wie der Stift. Also der Schatten muss zweimal so groß sein. Weil, wie Sie sehen, Jibril hat im ersten Teil gebetet, wenn der Schatten eines Gegenstandes genauso groß gewesen ist. Und im zweiten Teil des Hadithes lesen Sie, dass er am nächsten Tag gebetet hat, das Asr-Gebet, wenn der Schatten doppelt so groß gewesen ist vom Gegenstand. So, das Maghrib-Gebet wurde gebetet, wenn die Sonne runtergegangen ist, also bei Sunset. Und dann haben sie geschlafen, sind wieder aufgestanden, und haben dann das Isha-Gebet gebetet. Geht ganz klar, deutlich hervor, dass es zu fünf unterschiedlichen Zeiten gebetet wurde. Das Fajr-Gebet, das Subh-Gebet habe ich jetzt außen vor gelassen. Also das, was sie sagt, ist, widerspricht sich. Sie sagt selber, dass sie unterschiedliche Meinungen sind. Das hat Jibril a.s. nicht geschafft, den Propheten s.a.w. genau zu erzählen oder zu erklären, was der Unterschied zwischen Asr und Dhuhr oder wann, wie man überhaupt Asr definiert. Und auch selbst, wenn man die Stifte so hinlegt, das sind nicht ein paar Minuten. Das sind zwei, drei, also bis fünf Minuten höchstens. Und das ist das, was die Schiiten gerade machen und nicht, was Sunniten machen. Sunniten machen hier langen Unterschied, also die ziehen das in die Länge. Also die bieten Mittag zum Beispiel um 1 und Asr bieten sie um 3. Da sind schon hier 1000 Stifte dazwischen und nicht nur zwei oder sagen wir Schatten von Stifte. Also das hat sie nicht bestätigt jetzt damit und nicht das Gegenteil. Also wenn man das jetzt so wirklich macht, wie sie das sagt, wenn die Sonne ihre Höhepunkt erreicht, und dann hier legt man die Stifte hin und betet. So, dann guckt man hin und sieht man, dass die Stifte hier, die Schatten vom Stifte so weit gekommen sind. So, dann kann man gleich schon Nachmittag beten und nicht hier nach 2 Stunden. So, das hat, also sie hat dich damit bestätigt. Hier haben Sie nochmal den Hadith von Jibril a.s., woraus klar hervorgeht, dass Jibril a.s. die Gebete so angeordnet hat, dass es 5-mal sind. Ja? Also das Duhr-Gebet beim Höhepunkt der Sonne, das Asr-Gebet, wenn der Schatten eines Objektes genauso groß ist wie das Objekt selber. Sie können ja mal selber experimentieren. Ja? Schauen Sie mal, wann der Höhepunkt der Sonne ist und dann tun Sie mal Ihr Objekt und dann schauen Sie, ob da überhaupt ein Schatten sich ergibt und wie das aussieht. Ja? Und das ist eben die Zeit, wo wir Asr nicht beten. Wir beten Asr, wenn der Schatten eines Objektes genauso groß ist oder, wie andere sagen, doppelt so groß ist wie das Objekt selbst. Ja? Maghrib-Gebet zur Sonnenuntergang. Ja? Und Isha-Gebet geht nochmal hier etwas deutlicher hervor, dass es gebetet wurde, wenn Sie lesen das ja selber, ne? Wenn eine kurze Weile der Nacht vergangen war. Ich verstehe nicht wirklich, was sie experimentiert. Also das sind 5-mal. Die können nur 5-mal sein. Ne? Und zu 5 verschiedenen Zeiten. Stimmt auch. Also Mittag ist Mittag und Nachmittag ist Nachmittag. Aber wie viel Unterschied zwischen Mittag und Nachmittag? Wie viel Zeit gibt es zwischen Mittag und Nachmittag? Hier ist der Streitpunkt. Also wir dürfen niemals das Gebiet vorher bieten, wenn das nicht so weit ist. Also wir Schiiten, wir dürfen jetzt, sagen wir jetzt, wenn ich morgens Gebiet gemacht habe, ich darf nicht beliebig so nach Lust und Laune irgendwie mit Mittag anfangen, bevor Mittag tatsächlich vorhanden ist, bevor Mittag
tatsächlich anfängt. Das heißt, die Mittagszeit muss angefangen sein, damit ich Mittagsgebet hier verrichten darf. Und die Nachmittagszeit, wenn sie nicht anfängt, dann dürfen wir auch nicht das Gebet verrichten. Das heißt, wir beten pünktlicher oder pünktlich und die nicht, wenn sie sich Zeit nehmen nach dem Mittag. Wenn sie wirklich so experimentiert und sich hier diese Kugelschreiber nimmt oder die Stifte nimmt und sich hinlegt und betet Mittag, dann wird sie sofort merken, dass sie schon Nachmittag an hier beten darf. Dann soll sie experimentieren. Ich habe schon experimentiert. Da, wo ich bete, ist eine Terrasse. Und da ist hier ein Pfosten, was diesen Terrassendach hier hält. Ne? Und wenn ich da den Mittag gebetet habe, dann sehe ich schon, dass die Sonne durch ihre Neigung Richtung Untergang den Schatten zeigt des Pfostens, dass dieses Schatten schräg ist und nicht mehr so in der Mitte. So, da habe ich schon experimentiert und unsere Gelehrten auch. Ne? Und also das sind 5 Zeiten, 5 Gebete. Wir beten nicht in 3 Zeiten. Also das ist falsch ausgedrückt, wenn wir sagen in 3 Zeiten. Ne? Also das sind nicht in 3 Zeiten, das sind in 5 Zeiten, aber pünktlich, dann werden sie automatisch so aussehen, als ob das hier 3 Zeiten sind. Ne, Habibi, also Babul Ijtihad, diese Tür des Ijtihads, wird im Koran auch erwähnt, dass man immer nach Wissen streben muss. Sie müssen natürlich Ijtihad weitermachen, im Gegensatz zu uns. Normalerweise wir müssen mit Ijtihad Schluss machen, weil wir Imame, die Masumin, waren bis vor 1200 Jahren gehabt. Ne? Aber wir machen Ijtihad natürlich nur in Fiqh, ne? in praktische Handlungen. So, bei denen ist Ijtihad al-Fiqh abgeschlossen, aber sie haben dafür natürlich keinen Grund, damit aufzuhören. Und das nennt man Fanatismus.